Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank auch schon für die freundliche Erwähnung des Mannes, der eigentlich keiner Vorstellung bedarf, der in diesem Jahr den Eröffnungsvortrag des Europacamps halten wird. Er ist Schriftsteller, Publizist, ein Grenzgänger zwischen Gelehrten und Journalisten, einer der klügsten Denker unserer Zeit und für mich einer der Gründe, warum ich Großbritannien so sehr liebe. Die nächsten 15 Minuten wird er die Frage stellen, ob Europa noch der Vorreiter der Freiheit ist. Eine jener Fragen, hinter denen man sich eigentlich lieber ein Ausrufezeichen wünschen würde als ein Fragezeichen. Timothy, so schön, dich heute bei uns zu haben und bitte. Ja, vielen Dank, lieber Georg Mascolo. Guten Tag nach Hamburg, lieber Europacamp. Als der arabische Frühling ausbrach, haben viele Beobachter, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit gesagt, das ist 1989. Das sind die neue Samtener Revolution. Was wir in Prag und Budapest und Ostberlin gesehen haben, jetzt sehen wir das in Kairo und anderswo in der arabischen Welt. Damals war Europa wirklich ein Vorreiter und Vorbild der Freiheit, aus gutem Grund. Denn über mehr als 30 Jahren gingen die Wege von Europa und Freiheit wirklich zusammen. Als in Spanien und Portugal und Griechenland man daran ging, durch Revolutionen die faschistische Diktatur wegzufegen, ging der Übergang zur Demokratie und der Weg nach Europa zusammen. In den 90er Jahren in ganz Mittel- und Osteuropa war es genauso. Europa und Freiheit gingen zusammen. Dann Anfang der 2000er im ehemaligen Jugoslawien. Wieder Hoffnung auf Europa, Hoffnung auf Freiheit. Kiew 2004. Ich werde nie vergessen. Ich stehe auf dem Maidan mitten in Kiew. Ich habe nie in meinem Leben ein solches Meer an Europafahnen gesehen. Europa, Freiheit. Und natürlich auch innerhalb der Europäischen Union erlebten wir eine große Vertiefung und Erweiterung unserer eigenen Freiheiten. Bewegungsfreiheit beispielsweise, Schengen und was noch dazu kam, Erasmus. Also damals war wirklich Europa ein Vorreiter der Freiheit. Nicht so sehr allerdings, meines Erachtens, für die arabische Welt. Ich weiß noch, ich war 2007 in Kairo und war ziemlich schockiert, mit welcher Verachtung man über Europa sprach. Es zählte eigentlich nur den Vereinigten Staaten. Aber vielerorts war viel Hoffnung. Das Wort von Konrad Adenauer, Magnet Europa, galt noch. Heutzutage leider kein Ausrufezeichen, lieber Georg Mascolo, sondern vielmehr ein großes Fragezeichen. Ich glaube, Europa ist nicht mehr Vorreiter der Freiheit. Ich nenne ganz schnell 5 Aspekte, wo es jeweils Probleme gibt. Erstens, auch innerhalb unseren etablierten Demokratien, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Großbritannien, gibt es am Rande oder an den Rändern Bedrohungen der Freiheit. Nicht so sehr die Einschränkungen wegen Covid. Die sind durchaus legitim. Wir müssen nur dafür sorgen, dass sie danach alle rückgängig gemacht werden. Aber ich nenne nur ein Beispiel. Vor einigen Monaten wurde in Paris ein Schullehrer, ein Lehrer, auf brutale Weise ermordet, nur weil er auf sehr sorgfältige Weise in einer Schulklasse eine Karikatur von Mohammed gezeigt hat, im Kontext einer Diskussion zur Meinungsfreiheit und Glaubensfreiheit. Das hat einen starken Einschüchterungseffekt, einen Chilling-Effekt, wie die Amerikaner sagen. Und es gibt etliche solche Effekte, alle, ich betone, immer noch an den Rändern, aber wenn man an einem Blatt
immer wieder an allen Rändern schneidet, dann wird das Blatt allmählich kleiner. Das zweite und der zweite Aspekt ist noch ernster meines Erachtens. Innerhalb der Europäischen Union haben wir einen Mitgliedstaat, einen Vollmitgliedstaat, Ungarn, der nicht mehr eine Demokratie ist. Das ist viel weiter als nur illiberale Demokratie, nämlich der Zerfall einer liberalen Demokratie. Das ist nicht mehr eine Demokratie. Ich würde sagen, das ist eine Art hybrid-autoritäres System. Und die Europäische Union hat diesen Zerfall, diesen Abbau der Demokratie über den letzten 10 Jahren nicht nur nicht effektiv verhindert, bis heute. Wir können gern darüber diskutieren, was man gemacht hat und warum es nicht bis jetzt effektiv ist. Aber in seinen Strukturen, in seiner Art des Funktionierens, hat die Europäische Union sogar diesen Abbau der liberalen Demokratie ermöglicht oder erleichtert. Nicht zuletzt durch den riesigen Transfers von Milliarden von Euros aus der EU, sprich zum Teil auch aus den Taschen von deutschen Steuerzählern, an Viktor Orban und seine regierende Partei mit ganz wenigen Bedingungen. Das stärkt nur diese halbautoritäre Regime. Und die liberale Demokratie ist auch in Polen und Slowenien und anderswo bedroht. Die Europäische Union muss eine demokratische Gemeinschaft von Demokratien sein, oder sie ist nicht mehr die Europäische Union. Dritter Aspekt, die Erweiterungsdynamik, die ein so wichtiger Teil von der Ausstrahlung Europas war für die Freiheit, von der Nelkenrevolution in Portugal 1974 bis zur Orange-Revolution in der Ukraine 2004, findet nicht mehr statt. Die ist kaum zu sehen. Ein bisschen möglicherweise noch im westlichen Balkan, in Nordmazedonien oder Serbien, aber sonst nicht. Der Angebot der Mitgliedschaft, Magneteuropa, zeigt wenig Wirkung in Ländern wie Ukraine und inzwischen überhaupt keinen in der Türkei. Und das ist ein großer Verlust. Vierter Aspekt, um Vorreiter und Vorbild der Freiheit zu sein, müssen wir glaubwürdig, selbstbewusst, effektiv unsere Werte vertreten, nicht nur im Innen, sondern nach außen. Und da verpasst Europa mindestens viele Chancen. Wenn Herr Lavrov, der russische Außenminister, Herr Borrell angreift und sagt, die EU ist ein unsicherer Kantonist, ein unverlässlicher Partner, dann müsste Herr Borrell sofort und klar antworten, nein, der unsichere Kantonist, der unverlässliche Partner ist Russland. Nicht die Europäische Union hat den Krim besetzt, sondern Russland. Herr Erdogan bietet den Mann, Charles Michel, den Stuhl an, aber nicht die Frau, Ursula von der Leyen. Da muss man sofort reagieren und sagen, nein, mit uns nicht, nicht mit Europa. Michael Göring hat vorhin angesprochen, unsere Nahostpolitik, was machen wir dort? Ich freue mich auf die Diskussion. Hongkong, wo die Freiheit jetzt wirklich erwürgt wird, wie in Osteuropa in den späten 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Was machen wir effektiv? Was sagen wir? Da ist übrigens, Georg, glaube ich, den Verlust von Großbritannien für die EU auch zu spüren. Denn Großbritannien mit all seinen Fehlern und Schwächen war in der Außenpolitik immer eine Stimme für die Freiheit,
gerade im Hinblick auf Hongkong. Oder nehmen Sie Xinjiang. Liebe Mitteuropäerinnen und Mitteuropäer, in Xinjiang heute gibt es Konzentrationslager. Nicht Vernichtungslager, aber Konzentrationslager für den dortigen Uyghur muslimische Bevölkerung. Es gibt bewiesene Fälle von Zwangssterilisierung. Was sagen wir dazu? Und in dieser Region produziert Volkswagen in einer großen Fabrik Wagen, zwar für den chinesischen Markt, aber ein Teil der Gewinne fließen zurück nach Europa, konkret nach Deutschland. Können wir glaubwürdig sein, wenn auch seitens der Wirtschaft und der Politik nichts dazu gesagt wird? Also glaubwürdigere, konsequentere, selbstbewusstere Vertretung unserer eigenen Werte. Und das bedeutet natürlich auch Solidarität unter uns Europäern. Denn es kann nicht sein, dass beispielsweise Norwegen oder die Schweiz oder Großbritannien in einem Falle ein paar klare Wörter sagt und wird dafür bestraft. Und das bringt mich zum fünften Aspekt. Wir waren ja schon bei China. In China hat der gesamte Westen, nicht nur Europa, nicht nur eine starke Machtkonkurrenz, sondern auch eine Systemkonkurrenz. Das ist ein Beispiel für wirtschaftlichen Erfolg und Modernität, verbunden mit einem autoritären, wenn nicht neototalitären System. Man hat den Internet, aber ohne Freiheit. Man hat alle modernen Konsumgüter, aber ohne Freiheit. Und dieses System, dieses alternatives Modell, wenn Sie wollen, ein alternativer Moderner, kommt gestärkt aus der Covid-Krise heraus. Und auf der anderen Seite der klassische Gegenpol, die Vereinigten Staaten von Amerika, sind geschwächt. Ich finde fast alles, was Joe Biden bis jetzt gemacht hat, absolut hervorragend. Innenpolitik, Wirtschaftspolitik, Klimapolitik, gerade gestern, China-Politik, Russland-Politik, Chapeau, hervorragend. Wir haben wieder eine liberale Erwachsene im Weißen Haus. Aber die Ausstrahlungskraft von den Vereinigten Staaten ist nicht mehr das, was sie war und wird es einige Zeit nicht mehr sein. Das heißt, noch mehr hängt von uns in Europa ab. Eine interessante Zahl. Im neuesten Bericht von Freedom House zur Freiheit in der Welt zählt man nur noch 83 freie Länder, sogenannte Free Countries. Davon sind 34 in Europa. Natürlich geografisch verstanden, denn die Schweiz, Norwegen und Großbritannien sind noch in Europa. Das heißt, ein Drittel der freien Länder in der ganzen Welt sind in Europa. Also mehr hängt von uns im Moment ab. Wir sind nicht mehr leider Vorreiter der Freiheit, aber es gibt im Deutschen die schöne Satz, Konkurrenz belebt das Geschäft. Wir haben jetzt starke Konkurrenz, wollen wir hoffen, dass es das Geschäft belebt. Und ich würde sagen, liebe Mitteuropäerinnen und Mitteuropäer, liebe Europa-Camp, machen wir es uns zum Ziel, dass 2030, zum Europa-Camp 2030,
hoffentlich physisch zusammen in Hamburg am Kap Nabel, Europa wieder mindestens ein Vorbild der Freiheit sein kann, wenn nicht auch sogar ein Vorreiter der Freiheit. Sie werden dann gleich fragen, wie. Ich freue mich auf die Diskussion. Timothy, vielen Dank für die deutlichen Worte. Und ohne das jetzt mit der Zeitstiftung abgesprochen zu haben, können wir uns, glaube ich, jetzt schon mal darauf einigen, dass Sie dann 2030 auch gleich den Eröffnungsvortrag übernehmen. Michael Göring streckt den Daumen in die Höhe. Also tragen Sie sich bitte schon einmal in den Kalender ein. Ich will übrigens auch sagen, danke dafür, dass Sie besonders auf die Verhältnisse der uigurischen Minderheit in Xinjiang hingewiesen haben. Ich habe zu der Gruppe der Journalisten gehört, die die Unterlagen der uigurischen Whistleblower veröffentlicht haben. Und es ist bis heute für mich schlechterdings nicht verständlich, wie wenig Reaktion es ausgelöst hat und wie Volkswagen mit einer sehr dünnen Argumentation auf die Frage, ob man es eigentlich verantworten kann, als deutscher Konzern in einer solchen Region zu produzieren, sich vor der Verantwortung duckt. Lassen Sie uns zunächst mal versuchen zu analysieren, was da eigentlich in den letzten Jahren passiert ist. Man könnte ja eigentlich denken, dass angesichts des Entsetzens, mit dem die Europäer in den vergangenen 4 Jahren in die USA geschaut haben, klar sein müsste, dass Freiheit auch von innen bedroht sein kann und sehr schnell bedroht sein kann. Warum hat das eigentlich nicht dazu geführt, dass wir auch innerhalb der Europäischen Union mit einer größeren Sensibilität auf das schauen, was Länder wie Ungarn machen, weil wir ja jetzt erleben, wie andere in den Fußstapfen Ungarns im Grunde eine ähnliche Politik betreiben. Wo ist diese Sensibilität verloren gegangen? Verloren gegangen oder nie ganz da gewesen? Das wäre meine Frage. Es ist ja interessant. Ich habe mal gesagt, das Einzige, was alle Europäer gemeinsam haben, ist Amerika. Das heißt, es ist ja interessant, dass die Diskussion losging mit Trump und ein bisschen mit Brexit und nicht mit den Entwicklungen in anderen europäischen Ländern. Und leider bis heute ist es doch so, die meisten Europäer wissen wenig und interessieren sich noch weniger für das, was passiert in anderen europäischen Ländern. Ja? Insofern fehlt die direkte Erfahrung. Aber da Sie Polen genannt haben, da hat man schon die direkte Erfahrung. Wir haben eine populistische, nationalistische Partei, der versucht, wirklich den ungarischen Weg zu gehen, sozusagen die Urbanisierung Polens. Und dort, wenn man es sozusagen am eigenen Leib erlebt, dann kommt die Reaktion. Und jetzt gibt es eine sehr starke Bewegung in der Bürgergesellschaft, in den Medien, auch in der Politik zur Verteidigung liberaler Werte, der Demokratie, auch ein Verfassungspatriotismus entsteht, gerade in diesem Kampf in Polen. Wir haben ja eigentlich an jedem Tag ausreichend Möglichkeiten, wie wir uns überlegen können, mit entsprechenden starken Handlungen darauf hinzuweisen, welche Bedeutung Freiheits- und Bürgerrechte und Menschenrechte für uns in Europa haben. Ich kann mich daran erinnern, dass 2007 die Kanzlerin noch den Dalai Lama im Kanzleramt empfangen hat und es ihr schlechterdings egal gewesen ist. Ich kann mich noch erinnern, die SPD war damals empört, aber sie hat sich entschieden, dieses starke Signal zu setzen. Welche starken Signale können und müssen wir heute setzen? Also, ich glaube, man darf solcher, sagen wir anders, die Bedeutung von öffentlicher Wörter und öffentlicher Gesten nicht unterschätzen. Ja, man neigt sehr oft, gerade in Deutschland, zu sagen, die stille Diplomatie ist viel besser als Lautsprecherdiplomatie. Aber wissen Sie, wenn man nachher in den Archiven guckt und sieht, was stille Diplomatie
eigentlich hieß. Ja. Es war so still, man könnte es gar nicht hören. Wie beispielsweise bei den Gesprächen von deutschen Politikern mit Erich Honecker, um nur ein Beispiel zu nennen. Also ich glaube, wir müssen sehr klare Worte finden, gemeinsam, alle, nicht nur europäische, sondern auch demokratische, Australien, Neuseeland, Kanada und anderen, Wörter finden für das, was beispielsweise in Xinjiang und Hongkong passiert, aber auch im östlichen Ukraine. Und auch nicht solche Selbstzensur praktizieren, die Sie gerade angesprochen haben. Ja, ich glaube, es sollte wirklich der Regel sein für alle europäischen Regierungen, mit keiner Ausnahme, alle demokratischen Regierungen, dass man ja Beziehungen zu Taiwan hat, dass man ja über Tibet spricht, dass man ja den Dalai Lama empfängt und so weiter. Da ist wirklich eine große Solidarität vonnöten, weil sonst wird China, was schon jetzt passiert, teilen und herrschen. Jetzt kann man auch fragen, warum beispielsweise, ich weiß jetzt nicht verfolgt, wie es in Großbritannien beispielsweise gewesen wäre. Ich habe mich immer gefragt, wieso eigentlich gerade für uns Deutsche das Schicksal der Menschen in Hongkong, all der mutigen Menschen der Freiheitsbewegung in Hongkong, warum das bei uns natürlich eine große Rolle in der Berichterstattung gespielt hat. Aber ich bin nicht sicher, ob es wirklich zu einer großen Emotionalisierung geführt hat, ob viele Deutsche sich daran erinnert haben und sagen, dass das Schicksal der Menschen, ja in Wahrheit dem Schicksal der Menschen in unserem geteilten Land bis zur Einheit, so unähnlich nicht ist. Vermissen Sie manchmal auch jenseits, sagen wir mal, von so einer politischen Verpflichtung auch, sagen wir mal, ein Bekenntnis der Menschen, sich daran zu erinnern, dass dieses große Freiheitsversprechen, das die Europäische Union ausmacht, natürlich ein Freiheitsversprechen für alle Menschen sein muss. Es muss getragen sein, es muss gelebt werden, muss mit Leidenschaft gefüllt werden. Das ist völlig richtig. Ich nenne da einen ganz konkreten Punkt. Ich glaube, wir sind gewissermaßen seit Ende des Kalten Krieges provinzieller geworden. Aus mindestens zwei Gründen. Erstens, weil während des Kalten Krieges, weil es ein globaler Kampf war zwischen Ost und West, mussten wir uns gewissermaßen für andere Teile der Welt interessieren, Afghanistan beispielsweise. Und seit den 90er Jahren schien es uns, es wäre nicht unbedingt notwendig, uns dafür zu interessieren. Das ist das Erste. Das Zweite ist, trotz des Internets und die große Vernetzung der Welt in den letzten 30 Jahren, haben wir womöglich wenige Auslandsberichterstattung in unserem Fernsehen und Radio und anderen Medien. Und noch dazu kommt, natürlich heutzutage wählt man sich selber aus, im Facebook oder Instagram oder wo immer, was man sehen will. Ja? Also ich glaube, es gibt ganz konkrete Schritte, vor allem mehr Auslandsberichterstattung, mehr Aufmerksamkeit in den Schulen und in den Universitäten und ja, mehr Aufmerksamkeit in der Kultur. Deswegen auch finde ich so toll, dass wir jetzt als Schwerpunkt der arabische Frühling haben. Dann schauen wir uns dann nochmal die Punkte an, wo, wenn ich auf das zurückkomme, was ich gerade gesagt habe, dass es an jedem Tag eigentlich die Möglichkeit gibt zu reagieren. Gerade kurz bevor wir uns hier jetzt verabredet haben, sind die Meldungen gekommen, dass Alexei Nawalny offensichtlich und glücklicherweise seinen Hungerstreik beendet hat und es jetzt eine gewisse Form von medizinischer Behandlung gibt. Aber die Diskussion bleibt ja eigentlich trotzdem, was soll das eigentlich noch mit Russland im Europarat? Braucht es nicht an der Stelle auch eine harte und klare Reaktion, weil wir ja Russlands Verhalten ehrlich gesagt nun seit Jahren in diesem Bereich anschauen? Was ist Ihre Position da? Erstens, eine fast unbegrenzte Bewunderung für den Mut dieses Mannes. Ich habe ja viele große Dissidenten gekannt, Václav Havel und Lech Wałęsa und viele andere. Aber einen solchen Mut
hat man ja selten gesehen. Er ist fast wirklich zur Verkörperung des Tugends von Mut. Und ohne Freiheit gibt es, ohne Mut gibt es ja keine Freiheit, da wissen wir seit Perikles. Zweitens, wie immer müssen wir doppelgleisig verfahren. Und das macht uns Joe Biden auf tolle Weise vor. Er erzählt uns, wie er Wladimir Putin in den Augen geschaut hat und gesagt hat, you are a killer. Ja, you are a killer. Sie sind ein Mörder. Sie haben keine Seele. Findet absolut klare Wörter zum Fall Nawalny oder Krim oder was im Osten der Ukraine. Aber gleichzeitig bietet ihm das Gespräch an, sogar ein Gipfeltreffen an in Washington. Und so müssen wir in Europa verfahren. Solidarisch, abgestimmt, zweigleisig, stärker in beiden, auf beiden Linien. Und ist, das würde ja zunächst voraussetzen, dass wir mal so etwas wie eine gemeinsame europäische Position finden würden. Ich will gar nicht den Begriff einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik in den Mund nehmen. Aber haben Sie Hoffnung, dass wir in der Frage, wie wir als Europa gemeinsam agieren und reagieren können in diesem außen- und sicherheitspolitischen Bereich, dass wir beiden in unserer Lebenszeit dann noch Fortschritt sehen werden? Also, ich finde, das ist die große verpasste Chance der 90er und frühen 2000er Jahren, dass wir nicht mehr vorangekommen sind auf dem Gebiet. Und nebenbei bemerkt, ich finde ganz konkret eine verpasste Chance, die europäische Reaktion oder besser gesagt kaum Reaktion auf den arabischen Frühling. Vielleicht wäre das letztendlich auch nicht gelungen, aber wir hatten in Ägypten 2011 die Chance, wir haben fast nichts gemacht. Ich bin eben, wenn Sie Europa an seinem schwächsten, scheinheiligsten, geteiltesten sehen wollen, blicken Sie nach Europa aus Moskau, aus Beijing oder aus Warschau. Gerade aus der Sicht der großen Mächten haben wir überhaupt keine Europapolitik. Also der Test wird sein, schaffen wir es durch eine Mischung von einer Koalition der Willigen unter den führenden europäischen Mitgliedstaaten plus die EU als solche, erstmal eine gemeinsame Russlandpolitik und dann eine gemeinsame China-Politik. Ich kann nicht sagen, ich bin zuversichtlich, aber ich hoffe, wir arbeiten auch daran. Deswegen ist meine letzte Frage, sagen wir, für jede Ambition, für jedes Ziel, das man hat, wird die Frage, wie Europa dastehen wird am Ende der Covid-19-Krise. So, jetzt erleben wir all die Nachrichten. Ich würde sagen, auf der einen Seite hat Europa einen ganz ungewöhnlich großen Schritt gemacht. Auch das Bundesverfassungsgericht hat den Weg dafür freigegeben, die gemeinsame Schuldenaufnahme. Und auf der anderen Seite werden sich wahrscheinlich viele Menschen auch daran erinnern, wie Europa in Zeiten größter Not in der Frage der Impfstoffbeschaffung agiert oder nicht agiert hat. In welchem Zustand, in welcher Herausforderung sehen Sie Europa am Ende dieser Gesundheitskrise? Also sicherlich ist die Post-Covid-Recovery, also was wir in den nächsten Jahren machen, ein großer Test für Europa als Ganzes. Sie haben es schon angesprochen, ich finde diesen Schritt mit dem European Recovery Fund ein großer Schritt nach vorn, ein bedeutender Schritt nach vorn. Allerdings reicht es bei weitem nicht aus. Also die Frage wird sein, und das ist auch eine Frage insbesondere an der neue deutsche Regierung, ob wir noch bereit sind, weitere Schritte zu machen, damit Europa stärker und nicht schwächer aus dieser Krise herauskommt. Machen wir uns nichts vor. Es gab so die Erzählung, mit dem Populismus ist es jetzt vorbei. Weil in den Covid-Zeiten ja, waren die Populisten weitgehend weg. Nichts desgleichen. Die Zeiten, die jetzt auf uns kommen,
Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit, hoher Staatsverschuldung, möglicherweise auch hoher Inflation, werden gute Zeiten für Populisten sein. Insofern glaube ich, bis jetzt so weit, so gut, aber es braucht viel mehr, um dahin zu kommen. Und da nochmal muss ich betonen, die zentrale Rolle Deutschlands in diese nächste Phase, in diese nächste Phase für Europa. Timothy, vielen Dank im Namen von allen, den wenigen, die hier heute live zugehört haben und noch viel mehr, die am Livestream dabei gewesen sind. Und ich kann nur sagen, auch mir persönlich war es wie immer eine Freude und ich hoffe sehr, dass ich nicht bis 2030 warten muss, bis wir uns wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank, da sehen wir uns auch 2030. Danke.